Hallo, eine kleine spontane Aufnahme kurz vor 6 Uhr morgens. Ich habe gerade keine wirkliche Zeit zu schlafen. Na, eigentlich habe ich doch Zeit, aber ich kann eigentlich nicht ganz so gut schlafen gerade. Und deswegen werde ich euch heute mal Kunti zeigen, ein Spiel von Game Freak, wenn es euch nicht bekannt sein sollte, denn seid ihr schlecht, weil das kommt nämlich von den Pokémon-Machern. Sie haben ja nicht nur Pokémon gemacht und dann bin ich halt auf dieses Spiel hier gestoßen, was gerade ziemlich absurd aussieht, aber wir werden auch jetzt ins Spiel gehen. Und also wir haben hier quasi, ihr merkt schon, die Grafik, ja, die Grafik ist, also vom Charakter her sieht es sehr aus wie Pokémon und es ist ja auch Pokémon und ich würde sagen, ich kann euch das Spiel ganz kurz mal erklären. Ihr seht, ich kann mit A und B Knopf diese Karten hier umschmeißen fast und damit diese Personen gegen die Wände schubsen und damit gewinnen. Und das ist ganz spaßig und ich habe eben ein bisschen gespielt und ich hatte echt so meinen Spaß daran, weil es ist simpel, leicht und ist echt so Pokémon-mäßig nicht, wie es nur nicht geht. Und deswegen, ich habe mich nämlich gefragt, ach, also Pokémon ist bestimmt nicht das einzige Spiel, was sie gemacht haben. Und das stimmt auch. Einmal haben sie das gemacht, dann haben sie auch Jelly Boy für Super Nintendo und Pulse Man für Sega Mega Drive und Harmonite für Nintendo 3DS gemacht. Ich habe nebenbei Game Freak die Wikipedia-Seite davon offen. Und ja, dann habe ich halt geguckt gehabt und ich war nicht verwundert, weil kein Entwickler dieser Welt macht nur eine Spielerei. Würde ich nämlich auch nicht machen, weil das nämlich sowas von ätzend wäre, dass es nicht mehr ätzender geht. Und wir kollidieren gerade wieder mit dem Typen. Und ich kann euch kurz mal eben sagen, was da ist. Ist der japanische Videospielhersteller hinter der bekannten RPG-Reihe Pokémon, welche von Nintendo vertrieben wird. Das Unternehmen wurde 1989 von Satoshi Tajiri und Kenzo Mori gegründet. Neben der Pokémon-Reihe hat die Firma noch einige Spiele für unterschiedliche Plattformen entwickelt, zum Beispiel Quinty für das Nintendo Entertainment System, was wir gerade spielen, Pulse Man für das Sega Mega Drive, Jelly Boy für das Super Nintendo und den Download-Titel Harmonite für den Nintendo 3DS. Ja, ich wollte euch damit eigentlich nur mal zeigen, dass es nicht nur Pokémon gibt, weil Nintendo, es gibt ja halt auch das hier. Und ich muss echt sagen, ich bin echt positiv überrascht. Ich dachte, sie haben nur Crap gemacht sonst, aber es ist nicht so. Das hier ist relativ lustig und ja, es ist zwar jetzt nicht mega. Ich spiele das Spiel 1000 Stunden lang, aber es ist schon relativ in Ordnung, muss ich sagen. Also ich werde es auch wahrscheinlich mit einem Kumpel, meinem Bruder oder mit irgendjemandem spielen. Und irgendwie habe ich gerade so meine Probleme, deswegen werden wir jetzt auch wieder in Level 1 gehen. Ich habe gerade keine Lust. Ach, das. Oh. Und wenn ich ein japanisches Kind damals gewesen hätte, ich wahrscheinlich auch noch mehr Spaß an dem Spiel gehabt. Weil irgendwie habe ich so damals gedacht, boah, ich kaufe mir so ein spontan ein Spiel und wenn das Spiel gut ist, dann spiele ich es weiter und wenn nicht, dann liegt es in der Ecke. Und das waren auch damals Spontankäufe. Heute gucke ich ja mehr auf den Spielspaß. Wenn es nicht gerade Zelda oder Pokémon ist, muss man ein bisschen aufpassen, weil die Spieleentwickler auch nicht mehr die allerbesten sind. Zumindest nicht alle. Bei Pokémon Mario und Zelda ist es relativ deutlich und ich finde das echt geil, weil die haben ja ihren Grafikstil so eigentlich beibehalten im Prinzip, als die Pokémon ja, Pokémon Rot und Blau und Grün entwickelt hatten. Da guckt euch mal Red aus, Pokémon Red an. Ich bin zum wieder so. Mann, das ist gemein. Und ja, guckt euch den mal an, hier den Shark da. Der ist dem eigentlich relativ ähnlich. Also ich finde das echt. Ich bin echt zu unfähig für dieses Spiel, außer oder es ist einfach zu früh dazu. Oder ich bin einfach zu spät ins Bett gegangen, obwohl ich gar nicht ins Bett gegangen bin.
Muhaha, Derpception. Stirb, stirb. Ich habe erst gedacht, ich soll irgendwie die Karten oder so aufdecken. Aber das war nicht der Fall. Ich frage mich ja, was das bringen würde, wenn ich die irgendwie auf so ein Feld hier locke und dann wegschubse. Komm mal her. Ey, was kommt denn nicht? Oder kann ich die hier... Aha. Ah, cool. Ah. Digga, check das Spiel. Hat sich der gerade gedoppelt. Ah, cool. Okay. Dann wollen wir doch mal sehen, nicht? Ah, das ist ganz lustig, also muss ich echt sagen, wenn ihr die Chance jetzt habt, einen Emulator zu spielen, dann würde ich euch empfehlen, das Spiel mal runterzuladen. Vielleicht mal ein Battle oder so hier drum machen, das wäre mal was, also da müssen wir mal gucken, vor allem weil ich gerade echt dumm bin. Ihr kennt das Spiel wahrscheinlich eh nicht, also... Ja, voll. So kann man mehr. Ich glaube, ich werde noch so bis 10 Minuten spielen. Oh, was kann ich dir noch heute sagen? Das ist halt nicht wahr, außer dass ich jetzt mittlerweile relativ müde bin. Und, Mann, das ist gerade nicht nett. Schön. Ich bin gerade echt zu müde, um eine schnelle Reaktion zu zeigen. Hä? Haha! Cool. Was kommt jetzt? So, wenn ich die mache. Also, okay, die fetzen also theoretisch weiter, würde ich jetzt. Oder ist das zum Aufdecken? Vergiss es. Boah, das ist lustig eigentlich. Also das Prinzip gefällt mir ja schon mal. Vielleicht werde ich nochmal ein Gamefreak-Spiel machen irgendwann mal. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall wäre es... Müsst ihr mir mal schreiben, ob ihr das überhaupt wollt. Auf jeden Fall gefällt mir das gerade nicht. Gut. Da war das. Fußtritt. Haha, alle One-Hit. Ja. Runde 9. Ja, alle geschafft. Mohahaha. Hä? Listen to. Hallo? Hä? Rocco! Nein! Rocco ist böse! Rocco hat Peach entführt! Dim, bam, 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 bam. Hmm.
bam, bam. Okay, wir machen noch 15 Minuten. Mal gucken. Mal gucken, wie weit ich komme. So. Nochmal besiegt. So. Da, 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 da. Stirbt. Ah, das war gemein. Oh, lustig, lustig. Ich mag so Spiele, die sind bestimmt. Oh, ein Level Up. Ah. Spielen wir noch ein bisschen Game Over? Ja, lass mal ein bisschen Game Over spielen. Ganz vorsichtig rangehen. So. Hallo? Das. Hä? Was sind das denn? Instant Death! Oh, oh. Das gefällt mir gar nicht, dass sie sich. Wir werden neu produziert mit. Nein! Aua! Ups. Das ist gemein. Das ist nett. Activated. Okay, das war dumm von mir. Instant Death. Na gut, fast. Aber ich habe mehr besiegt als sonst. Oh, ein Level Up. So, und der nächste. Ah, Mann, das ist gemein. Und den nächsten. Oh, jetzt haben sie pinke Klamotten an. Nein, sie fangen sich diesmal ab. Und sie können mir den Arsch zeigen. Nein. Oh no. Hallo. Ich will töten. Ah. Nein. Bleib da. Böse. Böse. Ich sagte böse. Pure Boshaftigkeit. Oh, Mann. Tot. Gut, jetzt muss ich schnell sein. Okay, Game Over. Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt für dieses Let's Test oder Let's Retro von Quinty. Und wir sehen uns dann im nächsten Projekt wieder. Bis dann und ciao.